Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Ja, wie schön, dass sich manche Dinge eben niemals ändern.
Etwa die Tatsache, dass wir mal wieder ein Verfluchter sind. Die Tatsache, dass wir mal wieder nahezu bei Null anfangen. Die Tatsache, dass ich mal wieder einen Content Strike auf das wunderbar gemachte Intro kriegen werde. Ist es nicht schön? Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind auf das Spiel. Ich und ungefähr Milliarden andere. Aber es ist da, jetzt auch schon eine Zeit lang, Dark Souls 2. Wie schön. Wie gesagt, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und ich freue mich auch jetzt wie ein kleines Kind, dass ich schon gar nicht mehr reden kann, dass es jetzt nun eben wieder losgeht mit dem Let's Play. Ach schön. Wie ihr seht, wir sind irgendwer und haben gar nichts. Aber wir können Muhammad Ali Punch und ja, den Uppercut üben wir nochmal. Das sieht ja, das ist ja gar nichts. Auf jeden Fall, ja. Dark Souls 2. Wer kennt es nicht? Es ist ja schon lange Zeit auf den ganzen. Oh, hi. Hallo. Ich gehe ja schon. Es ist ja schon lange auf den ganzen Kanälen dieser Welt vertreten und. Ja. Was ist euer Problem? Was ist dein Problem? Ha? 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 Ja, die ersten Gegner im Spiel, da haben wir noch nicht mal Waffen. So ist es nämlich, das Spiel. Ja, ein jeder, der sich jetzt vielleicht gedacht hat, ah, das ist doch sicher jetzt viel zu Mainstream, die machen das jetzt extra leicht, damit das auch ja mehr Zielgruppe ansprechen kann. Nee. Nee. Also ich habe das Spiel, ich spiele es natürlich nicht blind, ich habe die Ruhe da hinten. Ich habe das Spiel natürlich schon lange vorbestellt, habe die Black Armor Edition natürlich und ja, deswegen habe ich das Spiel mit meinem Hauptcharakter schon fast durch. Und ich dachte mir, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Spiel für euch als Let's Play zu starten. Wir sehen auch hier tatsächlich schon den ersten Gegenstand, den wir uns krallen können, also. Da hat sich Dark Souls 2 im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert. Und auch hier gibt es natürlich wieder die obligatorischen Geheimwege. Allerdings lassen diese Fußspuren schon auf wenig Gutes schließen. Ich bewege mich hier jetzt auch wesentlich sicherer durch als bei meinem privaten Durchspiel, das ich Gott sei Dank nicht aufgezeichnet habe, denn da war ich schon so ein minimaler Schisser, ne? Es könnte ja hinter jeder Tür was lauern und Dark Souls 2 enttäuscht hier auch mal so also gar nicht. Wie man hier vorne auch schon schön sieht, ne? Was hier aussieht wie ein süßes kleines Gürteltier, ist oftmals der Garant für das erste Achievement, das es im Spiel so gibt. Namentlich Willkommen zurück bei Dark Souls. Na, du süßer Kleiner? Ja, dem gehen wir mal besser aus dem Weg. Der ist nämlich, so viel kann ich euch verraten, der würde uns ganz locker, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem Schlag kalt machen. Ja, wie ihr seht, haben wir auch noch nur noch die halbe Lebensenergie. Dark Souls 2 geht hier ein bisschen anders an das Ganze ran, wie der Vorgänger. Aber das werden wir alles noch sehen. Jetzt folgt hinter dieser Hütte erstmal. So viel kann ich euch auch schon mal verraten. Ein längerer Dialog. Also, falls ihr den nicht sehen möchtet, ich habe euch wenigstens gewarnt. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls.
This is the fate of the cursed. Schlampen. What is your name? Wie lautet euer Name? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich. Was auch sonst? Knips. Knips. Okay, dann halt so. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ich sehe aus wie eine Weintraube mit Pickeln. Ja, und da kommen wir auch schon zur Klassenerstellung. Ach, schön. Tja, was spielen wir? Einen Krieger, einen Ritter, einen Schwertkämpfer, einen Banditen, einen Kleriker, einen Zauberer, einen Erkunder oder den durchaus homoerotischen Bettler? Tja, ich habe lang überlegt, was ich denn nun nehmen soll für einen Charakter. Die Entscheidung ist ja jetzt nicht gerade die leichteste. Allerdings muss ich gestehen, am meisten tendiere ich zu eigentlich dem Charakter, den man wahrscheinlich am wenigsten nehmen soll. Das wäre nämlich er hier, der Kleriker. Im Hauptspiel habe ich nämlich den Zauberer gespielt, war mit dem ganz zufrieden, vor allem weil das Zauberkonzept hier deutlich anders gelöst ist als in Dark Souls 1. Einen reinen Nahkämpfer will ich eigentlich nicht spielen. Ich überlege nur, ob ich vielleicht auf Geschicklichkeit gehe. Schau mal, was hat er denn? Der hat 5 Punkte in Geschicklichkeit. Eieieiei. Nee, dafür hat er 12 auf Wille. Na gut, ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir nehmen dann doch eher den Krieger. Der ist relativ neutral aufgestellt. Ja, ich glaube der Krieger oder der Bandit. Nee, der hat einen Punkt bei was auch immer das ist. Das hat einen Fernkämpfer. Der Erkunder. Ja, der Bettler ist eigentlich die klügste Klasse. Der startet immer auf Level 1. Hat zwar nur über 6 Punkte bei allen Werten, aber naja, ich weiß ja nicht. Ach was. Wir nehmen erstmal den Krieger. Und schauen da mal weiter. Denn es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr mal auf den Zauberer schaut, der hat nur 3 Punkte in Stärke und das ist mir zu Beginn des Spiels ganz schön zum Verhängnis geworden, da man mit 3 Stärkepunkten noch nicht mal die einfachsten Schilde benutzen kann. Naja. Die Gabe. Was nehmen wir denn als Gabe? Nehmen wir nichts. Nehmen wir den Lebensring. Das ist eigentlich ziemlich gleich wie in Dark Souls 1. Das exakt der gleiche Ring, erhöht leicht die TP, Menschenbild, lässt Hüllen wieder leben, ist eben das Pendant zur Humanity, also zur normalen Menschlichkeit in Dark Souls, Heilstoffe, ist ein bisschen was zum Heilen, Heimatknochen, hat die gleiche Funktion, bringt uns zum letzten Leuchtfeuer, der Riesenbaumsamen ist für irgendwas gut, das Asketenleuchtfeuer ist ganz schön spannend, da kommen wir später drauf zu sprechen. Oder wir nehmen das versteinerte Etwas. Ich nehme das versteinerte Etwas, denn ich weiß schon, was es mir bringen wird. Und ich werde jetzt noch meinen Charakter ein bisschen designen. Also ich werde zum Beispiel eine Frau nehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich die oder soll ich überhaupt großartig was verändern? Ich weiß gar nicht. Nee, wir nehmen. Ja.
aussehen. Oder machen wir das noch schnell? Komm. Natürlich eine schöne blonde. Sexy. Könnte auch als Mann durchgehen. Was nehmen wir denn da? Kommt. Das geht ja schnell. Sieht ein bisschen fertig aus mit dem Leben. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir ein. Verdammt. Nehmen wir ein erotisches Rot. Okay, vielleicht nicht so rot. Gibt's ein weniger krasses Rot? Ja, das sieht doch gut aus. Wir nehmen natürlich auch keine Augenbrauen. Das sieht scheiße aus. Augenbrauenfarbe selbstverständlich auch rot, sonst. Ja, was nehmen wir? Augenfarbe nehmen wir natürlich auch rot. Na gut. Na gut. Sehen wir mal. Sind wir höflich. Wir nehmen natürlich weiß. Wir nehmen. Ja, wir sind ja ein rassiges Pferd. Das passt schon. Passt auch. Erweiterte Einstellungen. Gesamterscheinung gibt es da irgendwie. Schnelleinstellungen. Oh Gott. Ich hätte nur gerne einen anderen Mund. Infalten. Da tut sich genau gar nichts. Sehr gut. Konvex, konkav. Oh, jetzt hat sich was getan. Sehr gut, Mundwinkelposition. Sind ja ein fröhlicher Mensch. Lippendicke, ein bisschen dünner. Nicht so dünn. Sehr gut. Sie sieht ein bisschen verzweifelt aus, aber das passt schon. Das, was ihr jetzt noch zustoßen wird, da wird sie froh sein, dass sie so aussieht. Na gut, dann würde ich mal sagen, das passt mir so, wir spielen das. Ist dies euer wahres Ich? Seid ihr vielleicht doch jemand anders? Nein. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Ich mag die immer noch nicht so richtig. Und natürlich bekommen wir erstmal den ganzen Mist aus der Black Armor Edition hinterhergeschmissen. Das kann uns aber eigentlich nur zugute kommen. Na gut, so richtig sexy sieht die jetzt nicht aus, aber das war ja auch nicht meine Absicht. Hallo. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Hier muss ich gleich eine kleine Kritik anbringen. Ich meine, die Grafik ist ja echt nicht schlecht. Kann man ja nichts sagen. Gerade im Vergleich zum Vorgänger, es läuft alles relativ flüssig. Das kann ich gleich mal sagen. Die Hardware-Probleme haben sie gut in den Griff bekommen. Ich kann hier zum Beispiel durch die Gegend rollen und das leckt kein Stück. Auch mit Aufnahme nicht. Ein kleiner Kritikpunkt, die Frau, die Gute, hat die ganze Zeit ihre Lippen nicht bewegt. Das wäre jetzt wirklich nicht zu viel Aufwand gewesen, oder From Software? Das hätte man ja doch durchaus einbauen können. Na gut. Wir schnappen uns erstmal ein Menschenbild und ja, schauen uns das neue Menü an. Hat sich eigentlich nicht sonderlich viel geändert. Naja gut, eigentlich schon, das Menü sieht jetzt komplett anders aus als im Vorgänger, aber es ist eigentlich ganz adrett.
Wie ihr seht, wir haben hier ein zerbrochenes, gerades Schwert. Also so richtig ganz ist es nicht, das sehe ich selbst auch. Wir haben ein Eisenparma, das, naja, zumindest 85% physischen Schutz hat. Gehen wir das mal kurz durch. Die Waffenkategorie und Angriffstyp ist klar. Das ist, wie viel Schaden wir mit Kontern machen. Dann das ist, wie viel Schaden wir mit Magie, Feuer, Blitz, Finsternis, Gift und Blutung machen. Das ist der Konterschaden. Warum sage ich euch das eigentlich? Ihr könnt es ja eh lesen. Das ist eben, wie viel wir die Balance des Gegners stören. Die Reichweite, die Zaubergeschwindigkeit. Das ist da schon wichtiger, vor allem für Schilde. Das ist, wie viel physischen Schaden wir blocken können, magischen Schaden, Feuerschaden, Blitzschaden, Finsternisschaden, Giftschaden, Blutungsschaden, Versteinerungsschaden. Versteinerung ist natürlich neu. Fluch gibt es immer noch, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Wer verflucht wird, stirbt nicht länger sofort, das wurde durch Versteinern ersetzt. Das ist die Haltung, das heißt, wie viel Ausdauer man verliert, wenn man getroffen wird und blockt. Das ist die Robustheit, das haben sie auch neu gemacht. Das sehen wir aber auch alles später noch. Und das Gewicht. Ja, wir haben Standardzeug, Lederzeug. Das sind Lebenssteine, das dürft ihr nicht verwechseln mit Estus Flasks. Das ist nicht der Ersatz dafür, auch wenn ich das zuerst vermutet hatte. Lebenssteine funktionieren eher wie diese Auffrischungs-Kleriker-Zauber, das heißt, man regeneriert langsam Leben über Zeit. Das Inventar, ja, ganz nett. Da können wir auch uns schon mal das ganze Vorbestellerzeug anschauen. Das bekommt man eben alles nur, wenn man die Black Armor Edition oder die Vorbesteller Edition auf Steam hat. Schauen wir gleich mal, können wir da was gebrauchen? Ja, das macht schon durchaus mehr Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Der ist natürlich noch besser. Missedeter Stab ist eher was für Magier. Also ich glaube den Streitkolben, auch wenn er ein krasses Gewicht hat, den... Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber den werde ich mir mal gönnen. Und der gelbe Kristallschild hat auch durchaus... Oh nein, der Buntholzschild hat noch bessere physische Blockwerte, hat aber weniger Haltung. Ich glaube, ich bleibe fürs Erste sogar beim Eisenparma. Schauen wir hier nochmal. Nee, das ist Mist. Das ist auch Mist. Das ist alles Mist. Was ich gerade nicht weiß, ist, was das für ein komisches Zeichen da unter meiner Lebensenergie und Ausdaueranzeige ist. Kommt schon. Das war jetzt unnötig. Spielerstatus. Ich weiß gerade nicht, was er mir sagen will mit diesem komischen Symbol, aber auch gut. Bin ich eigentlich der Einzige, den diese drei alten Schachteln an die Moiren erinnern, aus der griechischen Mythologie, glaube ich, müsste es sein. Ja, wir könnten noch mit ihnen reden, aber das sollten wir eher später tun, jetzt bringt es uns gerade nichts. Wir machen uns eher auf den Weg in unser Verderben, sprich zum Ersten. Leuchtfeuer. Ja, es hat sich einiges verändert. Oh. Sorry. So, gut versteckt hier hinter diesem Karren. Gehen wir weg. Versteckt sich... Ah ja, eine Fackel und eine Seele eines verlorenen Untoten. Auch alles alte Bekannte. Dann setzen wir uns mal an das gemütliche Leuchtfeuer und sehen bereits eine unglaublich geile Neuerung. Wir können jetzt nämlich zu jedem Leuchtfeuer auf der gesamten Karte reisen und das von Anfang an. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist echt so eine der besten Neuerungen des gesamten Spiels. Man braucht kein Herrschergefäß. Spoiler! um sich irgendwie nur zu bestimmten Feuern zu transportieren. Nein, sobald man ein Leuchtfeuer entzündet hat, kann man immer überall ohne Einschränkungen dorthin reisen. Wir können unsere Zauber einstimmen, wenn wir welche hätten. Wir können Zeug verbrennen, das uns das bringt, werden wir auch später sehen. Und wir haben auch jetzt bereits die Gegenstandskiste, die früher ja die bodenlose Kiste war.
Ja. So, jetzt können wir mal lesen. Was stand denn da? Leuchtfeuer sind Orte der Rast. Ihr könnt danach Fackeln entzünden. Danke für die Info. Gut, bevor wir uns hier auf den Weg machen, möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr den ersten Part geschaut habt. Ich bin aufgeregt ein bisschen, weil ich das jetzt eben aufnehme. Ich bin auch glücklich darüber, das Spiel jetzt endlich Let's Playen zu können und ich hoffe, man hört es mir an. Und ja, ich verabschiede mich dann für die erste Folge. Im nächsten Part geht's richtig los. Und ja, bis dahin, euer The Last Color. Tschüss, arrivederci und goodbye.